Katharina? Ja? Oh Gott, wie spät ist es? Es ist kurz nach sechs. Was gibt's? Ich muss fertig sein, bevor Ted kommt. Wir gehen zu Santanas und Cicis Verlobungsparty und ich habe das neue Kleid. Die Frage ist, ob ich die Nerven habe, es zu tragen. Du wirst toll aussehen, egal was du trägst. Hoffentlich sieht Ted das auch so. Weißt du, ich glaube, du machst einen Fehler, wenn deine ganze Selbsteinschätzung nur von Ted Capwell abhängt. Hey, Moment mal, ich bin nicht die Einzige, die hier auf Teds Urteil Wert legt. Was soll denn das bedeuten? Nun, er ist zuständig für die Vergabe des Porträtauftrags. Und wie wir alle wissen, gehörst auch du zu den Bewerbern für den Auftrag, stimmt's? Ist das deine Lieblingsfarbe? Zurzeit ja. Lackierst du mir anschließend auch meine Nägel? Nein, ich bin dafür viel zu ungeschickt. Zuletzt habe ich das auf der Schule gemacht. Das kann nicht sehr lange her sein. Danke, Annie. Was hast du eben über deine vier Ehemänner gesagt, ha? Ex-Ehemänner. Ich will nicht darüber reden. Gut. Gina! Vorsichtig mit den Nägeln. Wissen Sie, wie lange Sie schon im Gefängnis sind? Aber natürlich weiß ich das, David. Das ist doch lächerlich, nur weil Sie irgendetwas beweisen wollen. Ich werde Cici nicht vom Haken lassen. Sparen Sie sich die Mühe. Aber vielleicht besorgen Sie mir eine nette Privatzelle. Gina, Sie sind genauso stur wie Cici. Das ist doch Wahnsinn. Denken Sie an Chen. Niemand redet so mit Gina. Art, warte mal. Hast du Castillo gesehen? Ja, er ging die Treppe zum Dach hoch. War er allein? Nein, dieser Kerl war bei ihm, der uns vorhin die Schuhe geputzt hat. Los! Breathe! Was soll das? Was habt ihr vor? Hey, hey, ich würde gern wissen, was hier vor sich geht. Los, darüber! Ja. Ich habe 6 Jahre auf diesen Moment gewartet. Katharina, Ted hat eine ganze Reihe von Malern für dieses Porträt in Betracht gezogen. Nein, jetzt nicht mehr. Im Moment stehen nur noch 2 Maler zur Auswahl. Lindsay Cunningham und du. Er wird ziemlich wütend auf dich sein, wenn er erfährt, dass du in Wirklichkeit die Entscheidung triffst. Nun, vielleicht begreift er dann endlich, dass ich nicht die Frau bin, für die er mich hält. Und was glaubst du, für was hält er dich? Ich bin für ihn die süße, verständnisvolle, zurückhaltende Kleine. Ohne Glamour und Überraschung. Heute Nacht wird er endlich erkennen, wie sehr er sich da irrt. Katharina, wieso bist du so besessen davon, ihm etwas zu beweisen? Ich bin nicht besessen. Ich will nur, dass er sieht, mit wem er es wirklich zu tun hat. Ach, komm schon. Er ist ein Narr, wenn er das nicht schon weiß. Hey, ich wünschte, ihr zwei wärt auch Freunde. Was ich von ihm halte, spielt doch keine Rolle. Doch, für mich. Ich will, dass ihr euch versteht. Mich stört, dass du mit jemandem ausgehst, der es eigentlich gar nicht wert ist. Gut, okay. Reden wir offen. Was hast du gegen ihn? Na schön, ich werd's dir sagen. Ted ist ein Vatersöhnchen. Er lebt in Daddys Haus, er arbeitet für Daddy. Dieser Junge ist ein bloßes Anhängsel von Cici. Das ist nicht wahr. Und ich bin sicher, dass Cici dich mit Vergnügen als Schwiegertochter nehmen würde, Katharina. Du solltest jetzt gut aufpassen, okay? Eins scheinst du völlig vergessen zu haben. Ich hatte eine Beziehung mit Dash, obwohl Cici dagegen war. Weißt du nicht mehr? Ja, das weiß ich, aber das... Und Ted mag ja bei seinem Vater wohnen und für seinen Vater arbeiten. In Europa ist das absolut kein Grund, sich dafür zu schämen. Und du hast recht. Bestimmt würde er mich gern als Schwiegertochter sehen. Aber was folgt daraus? Soll ich deshalb die Gefühle, die ich für Ted habe, einfach abwürgen? Nein, natürlich nicht. Ich sehe es nur nicht gern, wie du auf jeden kleinen Wunsch, den dieser Ted hat, sofort eingehst. Und dass du dir jetzt auch noch ein ganz neues Image zulegen willst. Ich denke, du hast es einfach nicht nötig, dich für irgendeinen Mann zu verbiegen. Niemand sollte das und du schon gar nicht. Weißt du, ich will hier nicht analysieren, wieso ich etwas tue. Ich habe einfach Spaß und das reicht mir.
Hast du vielleicht vor, ihn zu verführen? Wie möglich. Ich finde ihn attraktiv, aber ich fürchte leider, er hält mich für unnahbar. Tja, da fühlt er sich sicher. Vielleicht will er genau das. Nun, dann überrasche ich ihn heute Nacht. Ein bisschen primitiv, aber hochinteressant. Die Farben sind sehr sinnlich. Würde ich vorschlagen, Sie zeigen mir ein paar interessante Aspekte von Santa Barbaras Nachtleben. Toll. Nein, ich muss zur Verlobungsparty meines Vaters. Ah, dann vielleicht morgen. Ich wusste gar nicht, dass Sie so lange bleiben. Nun, die Unterbringung ist äußerst luxuriös, Ihr Vater ist außerordentlich großzügig und es gibt hier einiges in Santa Barbara, das ich sehr attraktiv finde. Und Sie doch auch, denke ich. Ich meine die junge Frau, mit der Sie aus waren. Katharina. Ja, sehr attraktiv. Es würde mich durchaus reizen, auch noch ein Porträt von ihr zu malen. Naja, wenn Sie den Auftrag kriegen, dann ergibt sich das vielleicht. Würde mich freuen. Tja, wo feiert ein so bedeutender Mann wie C.C. Capwell seine Verlobungsparty? Das Restaurant heißt Rosa's Cantina. Hm. Als Künstler wäre es sicher hilfreich für mich, Ihre Familie in einer solchen Situation zu studieren. Naja, ich hätte keine Probleme damit, also wenn Sie mitkommen wollen, gern. Ich bin sicher, dass mein Vater nichts dagegen hat. Ein sehr verlockendes Angebot, ich danke Ihnen. C.C. Capwell vermählt sich mit der Tochter seiner Köchin. Das ist ein Bild für sich. Ist Ihnen gar nicht aufgefallen, wie komisch der Kerl gerochen hat? Ja, sicher, diese Schuhcreme stinkt. Nein, ich habe mich auch getäuscht. Das war keine Schuhcreme, das war Plastiksprengstoff. Sind Sie sicher, Reese? Ja, ich komme jetzt wie ein Idiot vor. Ich hätte es sofort erkennen müssen. Sie meinen, der Kerl hat eine Bombe? Ja, er trägt sie am Körper. Wir dürfen jetzt keine Zeit mehr verlieren. Cruz ist in Gefahr. Arzt, holen Sie die Scharfschützen. Ja, nein, sofort. Das ist viel zu gefährlich. Wenn Sie diesen Kerl auf dem Dach unter Beschuss nehmen, dann explodiert die Bombe und Cruz geht auch drauf. Okay, Sie gehen nach oben, aber keine riskanten Nummern. Wir müssen vor allen Dingen Zeit gewinnen. Ich sollte hochgehen, nicht Reese. Wie? Wenn du auf dem Dach erscheinst und der Kerl dich sieht, wird er entweder springen oder die Bombe zünden. Von mir wird er sich nicht so leicht bedrohen. Nein, 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 Jody, auf keinen Fall. Ich werde nicht zulassen, dass es Sie auf das um Dach Cruz, gehen. Es geht um Cruz, das scheinen Sie zu vergessen. Und dass ich eine Frau bin, spielt dabei keine Rolle. Sie hat recht, Vic. Ich habe die besseren Chancen. Harding, holen Sie ein Mikro und gehen Sie kein Risiko ein. Okay, jetzt hör gut zu. Vor allem sei vorsichtig. Cruz braucht deine Hilfe, das stimmt. Aber keiner hat etwas davon, wenn du dabei draufgehst. Kapiert? Okay. Wenn Ihnen irgendjemand nachkommt, dann fliegen wir beide in die Luft. Okay, okay, jetzt sagen Sie mir, was Sie wollen. Sie wissen doch, was ich will! Mister, es tut mir leid, aber ich habe keine Ahnung. Sie sagten, Sie haben 6 Jahre gewartet? Sie erinnern sich nicht mehr daran? Wirklich nicht? Nein, tue ich nicht. Sie ruinieren mein Leben! Sie nehmen mir alles! Sie zerstören mich! Und Sie wissen es nicht mehr? Ist das normal in Ihrem Beruf? Hören Sie, ich habe Sie jetzt verstanden. Wenn Sie etwas verbrochen haben und ich Sie verhaften musste, dann war das nur mein Job, nichts Persönliches. Oh, so ruhig, so cool. Denken Sie, das beeindruckt mich, Castillo? Vor 6 Jahren, Raubüberfall, 10 Jahre Zuchthaus. Klingelt es jetzt bei Ihnen? Okay, das war eine Tankstelle, Sie und ein anderer Kerl. Bingo! Und der Tankwart wurde schwer verletzt dabei. Aber das war nicht ich, kapiert? Richtig, das war nicht Sie. Ich erinnere mich, das war Ihr Kumpel. Die Sache war nur, dass Sie Ihren Freund nicht daran gehindert haben. Das ist kein Grund, mein Leben zu zerstören. Aber Sie wollten einfach jemanden zur Strecke bringen. Das ist Ihnen gelungen, Castillo. Sie können zufrieden sein. Ich habe 6 Jahre gewartet, zurückzukommen, um an Ihnen Rache zu nehmen. Und zwar jetzt. Jody nicht, Jody! Großer Gott. Ich hab dich gesucht. Und gefunden.
Ich will nicht, dass er so mit dir redet. Aber er ist mein Anwalt, verstehst du? Er muss ehrlich zu mir sein. Würdest du uns kurz allein lassen, bitte? Was ist denn mit dir los? Ich weiß auch nicht, aus irgendwelchen obskuren Gründen ist diese Frau auf mich fixiert. Ich könnte nur sagen, wenn Sie diesen kindischen Protest einstellen, würden Sie auf der Stelle hier rauskommen. David, ich werde nicht aufgeben, auch wenn ich ewig hier hocken sollte. Okay. Okay. Dann machen Sie weiter auf, Stur. Es war dumm, etwas anderes zu erwarten. Ich werde mit dieser Aufseherin reden über eine Verlegung. Dankeschön. Ich komme wieder. So. Ich verstehe wirklich nicht, wie du das alles reinschmuggeln konntest. Wenn man die richtigen Beziehungen hat, kriegt man alles. Falls du irgendetwas brauchen solltest, sag es mir. Nein, danke. Ich sag dir was. Ich lass uns beiden ein schönes Essen bringen. Wir sollten uns wenigstens gut amüsieren, solange wir hier sind. Wache! Können Sie mal herkommen? Ich hoffe, ich störe dich nicht gerade. Natürlich nicht. Gut. Ich sehe es dir an, du hast ein Problem mit Cruz. Woher weißt du das? Wenn du in dieser Stimmung hier aufkreuzt und ein ganz bestimmtes Gesicht machst, dann weiß ich, ohne groß zu fragen, es geht wieder um einen Mann und genau dieses Gesicht machst du. Oh, toll. Okay. Willst du gleich noch etwas ins Lächerliche ziehen oder war's das? Ach, Kelly, das ist doch nicht wahr. Sag mir, was passiert ist. Ich war vorhin unten auf dem Revier. Um Cruz zu sehen und er war so schroff zu mir, dass ich wirklich nicht weiß, was ich davon zu halten habe. Erwartest du von ihm, dass er gleich springt, wenn du auftauchst? Nein, aber ich erwarte zumindest ein wenig Höflichkeit von ihm. Vielleicht bist du nur zu empfindlich. Nein, das bin ich nicht und du warst nicht da. Du hast gar nicht gesehen, wie er mich behandelt hat. Er hat sich verhalten wie ein Fremder. Und ich habe keine Ahnung, wieso er sich so verhält. Vielleicht wegen dieses Pokerspiels. Pokerspiel? Reese und Jody hatten eine kleine Einweihungsparty und Cruz und Jody sind nochmal weggefahren und das Auto ging kaputt. Und als sie nach 2 Stunden zurückkamen, da spielte ich Strip-Poker mit Reese. Du hast Strip-Poker mit Jodys Ehemann gespielt? Ja. Wieso das denn? Weil ich irgendetwas beweisen wollte. Mir und Cruz. Entschuldige, Kelly, wenn ich das nicht ganz nachvollziehen kann. Also, ich könnte verstehen, wenn du Cruz eventuell eifersüchtig machen willst. Aber hast du denn überhaupt nicht daran gedacht, wie das auf Jody wirken könnte? Ich war doch nicht nackt. Ich hatte meine Jeans an und ich trug ein BH. Ich hatte etwas an, wirklich. Da bin ich aber beruhigt. Ich frage mich nur, was du noch angehabt hättest, wenn ihr weitergespielt hättet. So weit wäre ich doch nie gegangen. Ich bitte dich. Ich weiß nicht, wie ich sein Verhalten eigentlich bewerten soll. Ich verstehe es nicht. Bestimmt werde ich Cruz nie verstehen. Weißt du, eine Beziehung zu einem Mann zu haben, heißt noch lange nicht, ihn auch zu verstehen. Oh. Reden wir nicht mehr über Männer, sie sind blöd. Wollen wir zwei etwas unternehmen? Vielleicht sollten wir zusammen ausgehen. Na, was ist? Nein, ich kann nicht. Ich habe ein Rendezvous und zwar mit einem blöden Mann. Und du hast eine Verlobungsparty, auf der du erwartet wirst. Nein, ich habe nicht vor, auf diese Party zu gehen, Mann. Ich hatte vor, ein Foto von ihnen zu schießen, unten auf der Wache. Ich wusste gar nicht, dass sie so kamerascheu sind. Ich habe sie unten gesehen, aber dann waren sie plötzlich verschwunden. Jody. Keinen Schritt weiter, Lady. Wieso lassen Sie sie nicht einfach gehen? Ich warne Sie. Dieser Gentleman hat eine Bombe an seinem Körper. Er trägt Sprengstoff am Körper. Sie haben eine Bombe an Ihrem Körper? Oh ja. Und ich mache wirklich keine Witze. Ja, ich brauche Scharfschützen und zwar sofort. Der Verdächtige hat jetzt 2 Geiseln und trägt eine Bombe. Rick, hören Sie mir zu. Sie können auf diesen Kerl nicht schießen. Lassen Sie mich das regeln. Ich habe Jody hochgehen lassen und jetzt hat er 2 Geiseln statt einer. Ja, so ist es. Meine Frau und mein bester Freund. Denken Sie, ich bin blöd genug, beide erschießen zu lassen.
Wenn irgendwas schiefläuft, werden wir eingreifen, ist das klar? Ja, sicher, klar, okay. Lassen Sie das Gebäude evakuieren. In Ordnung. Los. Seien Sie doch endlich vernünftig. Sie haben keinen Grund, diese Frau hier zu behalten. Wieso lassen Sie sie nicht gehen? Niemals! Sie wollte bei Ihnen sein. Und jetzt wird sie bleiben. Jody, richtig? Das ist richtig. Und wie ist Ihr Name? Broyles. Frank Broyles. Broyles. Los, die Akte. Okay. Was ist Ihr Problem, Frank? Das Problem ist, dass Ihr Freund hier mich ruiniert hat. Und jetzt wird er dafür bezahlen. Mal sehen, vielleicht hat der heilige Cruz Castillo ja Flügel. Das wäre besser so, weil dieses Pflaster da unten ziemlich hart ist. Und ich sehe drei leere Zellen in diesem Block. Die werden auch bald wieder voll sein. Ich will, dass diese Frau aus Ginas Zelle hierher verlegt wird. Sind Sie Ihr Anwalt? Ich bin auch Cici Capwells Anwalt. Wollen Sie, dass er bei Ihrem Vorgesetzten anruft? Wenn Sie Mr. Capwells Anwalt sind, dann sollten Sie ihn anrufen. Ich habe meine Anweisungen. Möglicherweise kriegen Sie auch welche. Darf Katharina raus und mit mir spielen? Sie ist noch nicht fertig. Soll das bedeuten, Sie kommen auch auf die Feier? Ich habe eine Verabredung. Ach ja. Der Glückliche. Also, wie steht's mit der Porträtkommission? Kommen Sie weiter? Ja, wir kommen weiter. Der Kreis der Künstler wird immer kleiner. Ich hoffe, Sie sind nicht böse, dass Sie nicht dazu zählen. Oh, natürlich nicht. Ich weiß doch, meine Fähigkeiten reichen nicht ganz für ein Capwell-Porträt. Und wer sind die Künstler? Lindsay Cunningham. Oh ja, er ist wunderbar. Er ist hervorragend. Mhm. Aber wer uns von allen am meisten zusagt, ist ein deutscher Maler, der den Katharina empfohlen hat. Sein Name ist Petur. Noch nie gehört. Ist er noch fähiger als Lindsay Cunningham? Petur ist jemand, der mich mehr anspricht, weil... ich kann das nicht richtig erklären, aber wenn ich seine Bilder sehe, dann kann ich gar nicht aufhören, sie zu betrachten. Also ich weiß, dass das keine sehr präzise Beschreibung seiner Bilder ist, aber ich... Nein! Nein, das reicht schon. Ich meine, offenbar rührt er ihr Herz. Richtig, genau das scheint er zu tun. Er rührt mein Herz, genau das ist es. Entschuldigung. Komme doch nicht allein auf diese Verlobungsparty, oder dachten Sie das? Wir trinken einen Schluck Wein und kommen uns ein bisschen näher, wenn du weißt, was ich meine. Ich denke, ich weiß, was du meinst. Wieso erzählst du mir nichts von deinen vielen Ehemännern? Ach, Männer. Ich habe inzwischen was gefunden, was mir mehr zusagt. Ja, das kann ich auch verstehen. Ach ja. Sicher, ich meine, ich kenne viele Homosexuelle. Das stört mich überhaupt nicht. Sehr schön, das freut mich. Setz dich. Aber ich bin nicht so, ich kann das nur gut verstehen. Ich war früher genauso wie du, bevor ich schließlich bekehrt wurde. Wache! Wache! Was ist mit dir? Nichts, ich habe nur etwas vergessen. Was wollen Sie schon wieder? Mein Anwalt, ich denke, er ist noch irgendwo hier im Gebäude. Er ist weg. David. Vielleicht solltest du einfach nur ein Schlückchen trinken. Sehr lange Zeit. Er könnte nie jemandem etwas zuleide tun. Dann behaupten Sie also, dass ich Sie anlüge? Hey, ich habe nicht gesagt, dass ich Ihnen nicht glaube, Frank. Er hat mich in den Knast geschickt. 10 Jahre! Das ist alles, was meine Frau gehört hat.
Zu Anfang hat sie mich noch besucht. Aber dann wurde sie immer depressiver. Eines Tages ist sie dann vom Dach unseres Hauses gesprungen. Gott. Zur Beerdigung durfte ich raus. Ich stand da in Handschellen und Fußfesseln und sah, wie der Sarg in der Erde verschwand. Sie haben sie getötet! Und jetzt zahlen sie dafür. Frank, bitte verstehen Sie nicht. Wenn Sie Cruz etwas antun, wird man sie wieder ins Gefängnis sperren. Ist das noch wichtig, Jody? Ich bin ein toter Mann. Und zwar seit meine Frau von diesem Dach sprang. Das Gebäude ist vollständig evakuiert, Captain. Sollen wir auch das Gerichtsgebäude räumen? Ja, tun Sie das. Okay. Sofort. Gehen wir, Castillo. Frank, hören Sie bitte. Hören Sie bitte. Bewegung. Was Sie da tun wollen, ist völliger Wahnsinn. Sie machen jetzt Ihre letzten Schritte. Nein, 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 denn ich werde Sie davor bewahren, einen großen Fehler zu machen. Los, Castillo. Können Sie nicht tun, Frank. Nein, 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 ich werde nicht gehen. Was Sie davor haben, ist Wahnsinn. Los, bewegen. Nein, das werde ich nicht tun. Dann töte ich die Lady. Bitte nicht. Das werde ich nicht. Und das sagte ich dir auch bereits. Kelly, wenn du denkst, dass du mir durch deine Weigerung hilfst, täuschst du dich. Du würdest mir viel eher helfen, wenn du ihm zur Seite stehst. Und wer steht dir zur Seite? Mir geht es gut. Mir geht es wirklich gut. Und ich werde hier auch nicht rumsitzen. Ich habe doch ein Rendezvous. Ken? Ken. Mit Ken. Ja, und ich will von dir keine Vorwürfe hören. Also gut. Du wirst jetzt nach Hause fahren, dir ein schönes Kleid anziehen, ein freundliches Lächeln aufsetzen und dich gut amüsieren. Für mich. Bitte tu es für mich. Willst du das wirklich? Ja, das will ich, Kelly. Und was dein Verhältnis zu Cruz angeht, wenn du so wütend über sein Verhalten bist, dann red mit ihm, er wird dir zuhören. Toller Vorschlag, das hatte ich ja versucht. Vielleicht versuche ich es nochmal, bestimmt hast du recht. Immerhin bin ich deine Mutter. Ich weiß, und ich bin froh darüber. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch, Schatz. Viel Vergnügen mit Ken. Ja, sicher. Komm gut nach Hause. Gute Nacht. Gute Nacht. Also werden Sie beide zusammen auf die Party meines Vaters gehen. Haben Sie vielleicht ein Problem damit, Ted? Wieso sollte ich? Ja, wieso? Ted sagte mir, Sie wären in der engeren Auswahl für das Capwell-Porträt. Sie haben nur noch einen Konkurrenten. Darf ich gratulieren? Nun, danke. Aber ich sollte anmerken, dass dieser deutsche Künstler, den die Capwells jetzt auch erwägen, keine Bedrohung ist. Ich habe fast den Eindruck, Ted will auf diese Weise lediglich meinen Preis drücken. Oh nein, so etwas ist nicht mein Stil. Ich fürchte, Petro ist noch stark im Rennen. Nun, offenbar können Sie es nicht einfach lassen, weiter zu bluffen. Wir sollten jetzt gehen, Susanne. Ich hoffe, Sie sind in der Stimmung für Nachos und Margaritas. Also dann, Ted. Ich freue mich schon. Ted? Ja, ich bin noch da. Können wir gehen? Ich bin gleich fertig. Kannst du mal Musik anmachen? Sicher. Olé. Wirklich nett. Habe ich doch gesagt. Ja, ich weiß. Das war eine wundervolle Idee, Annie. Das ist doch bloß der Anfang, Gina. Genau das hatte ich gehofft. Ach ja. Ja, natürlich, Annie. Ich meine, du hattest absolut recht. Du weißt doch, ich hatte immer nur Ärger mit Männern. Ich bin viel zu oft verheiratet gewesen und es hat nie richtig funktioniert. Vielleicht sollte ich mal was Neues probieren. Also, an deiner Stelle würde ich das nicht überstürzen.
Aber das, was du gesagt hast, hat mich sehr überzeugt. Ich sollte mich vielleicht ein für alle Mal von den Männern abwenden. Was hältst du davon? Oh, Männer sind gar nicht so übel. Ich meine, der Mann, der vorhin hier war, der Freund von dir, der Anwalt, offenbar hat er dich sehr gern, jedenfalls, hatte ich den Eindruck. Und was geschieht jetzt mit uns? Lass ich dich völlig kalt? Das hat sich vorhin aber ganz anders angehört. Weißt du... Jetzt Mach schon, hören Sie Castillo. Auf, mich anzuschreien, Mann. Ich tue, was immer Sie wollen, nur lassen Sie die Frau endlich gehen. Mann, Sie stellen hier keine Forderungen an mich, kapiert? Komm schon, Jody, wir brauchen einen Plan. Gib mir irgendeinen kleinen Hinweis. Keine Tricks mehr, Castillo. Es wird alles gut werden. Du bist nicht allein. Es wird so sein wie damals, als wir Kinder waren. Im Baumhaus. Weißt du noch? Warte mal, was will die Schlampe? Schluss damit! Ich will ihm nur begreiflich machen, dass er nicht allein ist, okay? Niemand ist wirklich allein. Genau, Jody, das ist es. Was ist das? Das ist unser Plan, Vic. Reese! Reese? Vic, was geht hier vor? Sie können hier nicht bleiben. Okay, schon was gut. Geht hier vor? Kelly, hören Sie, Sie müssen sofort wieder gehen. Wo ist Cruz? Vic, was geht hier vor? Irgend so ein Spinner hat vorhin Cruz entführt. Wie viel zahlt ihr CC Capwell dafür? Was meinen Sie damit? Wache, Hilfe! Ich habe deine Gewerkschaftskarte gefunden. Die ist dir aus deiner Tasche gefallen und jetzt weiß ich... Hören Sie mal, Sie denn von lassen mir? Sie mich hier raus. Sie ist völlig verrückt geworden. So viel Geld könnte mir CC Capwell niemals bezahlen. CC Capwell bezahlt Sie? Als ob Sie das nicht schon wüssten, David. Ich hatte wirklich keine Ahnung. Also mich überrascht nicht, dass CC Capwell so beschränkt ist, so Gina, etwas zu tun, Sie, aber ich verstehe, dass Sie jetzt wütend sind. Aber ich schwöre Ihnen, ich wusste nichts davon. Außerdem geht das alles schon viel zu weit. Was wollen Sie damit erreichen, dass Sie hier in dieser Zelle sitzen? Sie schaden damit nicht nur sich, sondern auch Ihrem Baby. Und wofür? Für ein paar Dollar Abfindung von CC Capwell? Es geht nicht bloß um ein paar Dollar, David. Es geht hier um Prinzipien. Es geht mir darum, dass mein Sohn endlich den Respekt seines Vaters kriegt, auf den er einen Anspruch hat. Auch wenn sich das jahrelang hinzieht. Ich bin nicht bereit aufzugeben, weder jetzt noch irgendwann. Denn ich werde gewinnen, und zwar gegen Sie beide, David. Und ich dachte früher, Sie wären anders. Verstecken Sie sich hier in der Küche? Ich weiß, dass Sie auf dem Weg zu Ihrer Verlobungsparty sind. Da wollte ich Ihre Familie nicht stören. Und Sie stören nie. Abgesehen davon sind Sie auch eingeladen. Sie, das freut mich zu hören. Ich fürchte, ich brauche jetzt alle Energie, um endlich diese leidige Angelegenheit zwischen Ihnen und Gina zu klären. Diese Frau ist zu allem entschlossen. Wem sagen Sie das, David? Ich wünschte, diese Frau würde endgültig aus meinem Leben verschwinden. Mein Angebot an Gina steht. Jetzt kommen Sie ins Spiel, David. Ich muss Sie korrigieren. Ich bin schon längst dabei. Und es gibt einen Weg, dieses Spiel zu gewinnen. Hier ist er.
Das können Sie nicht ernst meinen. Denk einfach nicht darüber nach, Cruz. Halten Sie den Mund! Ich will Ihnen nur helfen, das, was jetzt mit ihm passiert, zu akzeptieren. Hör zu. Wenn du dich hinsetzt, ist es viel leichter. Bitte, Frank, lassen Sie ihn auf der Kante sitzen. Wenn Sie nichts tun, zwingt er Cruz zu springen. Wo ist Reese? Tun Sie etwas. Bleiben Sie hier. Sie bleiben hier, ist das klar? Was ist los? Ich werde nicht hier bleiben. Bitte, Frank. Lassen Sie ihn sitzen auf der Kante. Was sagen Sie, Mann? Was sagen Sie? Okay. 10 Stockwerke. Sie werden tot sein, egal wie Sie springen. Es wird sein wie im Baumhaus. Ich verspreche es dir. Ich vertraue dir, Jody. Los, machen Sie ja, schon! Ja, Mann, ich gehe ja schon. Oder ich töte euch gleich hier. Ich gehe. Bleiben Sie ruhig. Okay. Ich kann nicht auf Wiedersehen. Los, springen! Ja. Jody, ich will dir danken für alles, was du getan hast für mich. Und ganz besonders für das hier. Leb wohl. Ja. Leb wohl, Cruz. Okay. Soll das sein? Dinner für 2? Eine Bestellung von Ihrem Knastbruder David. David? Sie meinen Annie. Gucken Sie doch hin. David? Was wollen Sie denn hier? Soll das heißen, ich bin Ihnen nicht willkommen? Sie kommen freiwillig zu mir ins Gefängnis? Nun, wenn der Berg nicht zum Propheten kommt, dann kommt der... Ich will keine Zitate. Warum sind Sie hier? Ich möchte jemanden feiern. Eine Frau mit Courage und Prinzipien. Sie sind einzigartig, Gina. Finde ich jedenfalls. Und das ist kein neuer Trick von CC, hm? Ich bin kein bloßer Befehlsempfänger von CC, das war ich nie. Und noch etwas sollten Sie wissen. Immer wenn ich Sie sehe, Gina, dann will ich Sie küssen. David? Katharina, wir müssen jetzt leider gehen. Wieso? Wir werden erwartet. Ist doch egal. Daddy, ich mag dich sehr. Und ich mag dich. Hör zu. Ich finde, wir sollten jetzt nichts überstürzen. Wir haben doch Zeit. Katharina, wir haben alle Zeit der Welt. Ich meine es ernst, Sissi. Diese Geschichte mit Gina hat mich unglaublich frustriert. Ich wusste gar nicht, wie nah Ihnen es geht. Ich bin unglücklich darüber, dass es mir bis jetzt... noch nicht gelungen ist, einen Interessenausgleich zwischen Ihnen und Gina zu schaffen. Das einzige Interesse, das Gina hat, ist, mich zu ruinieren. Das mag ja sein, aber wissen Sie, ich glaube ihr, wenn sie behauptet, dass sie das alles für das Baby tut und nicht für sich selbst. Das glauben Sie und machen mir trotzdem diesen Vorschlag. Uns war von Anfang an bewusst, dass sie schwierig und unberechenbar ist. Keiner weiß, was sie im nächsten Moment tut. Jetzt sitzt sie im Gefängnis und spielt den Märtyrer.
Sie versucht, ihnen alles Mögliche anzuhängen. Das Neueste ist, dass sie sagt, dass sie es waren, der ihr diese unmögliche Frau in die Zelle geschleust hat. Das habe ich auch gemacht. Soll das heißen, es stimmt, was sie sagt? Oh, kommen Sie, wer hat Ihnen diesen Unsinn nur eingeredet? Sie begeben sich damit auf Ginas Niveau. Und wie nennen Sie das? Was ist, wenn sie darauf eingeht? Das wird sie nicht, glauben Sie mir. Dieses Schriftstück hat lediglich die Funktion, Gina zur Vernunft zu bringen, das ist alles. Was immer ich in dieser Angelegenheit aushandeln werde, wird mit Sicherheit zu Ihrem Besten sein. Daran zweifle ich gar nicht. Wie lange, denken Sie, wird das dauern? Ich will nicht, dass sich das hinzieht. Ich denke, heute Abend ist alles klar. Das ist mein Verlobungsgeschenk für Sie. Danke. Sie müssen noch unterschreiben. Und das hier ist Ihre Kopie. Danke. Wir sehen uns. Ja. Gina tut mir fast leid, aber nur fast. Und jetzt sind wir dran. Wir springen zusammen. Nein. Frank, bitte. Das alles bringt Ihre Frau nicht zurück, aber ich kann Ihnen helfen. Ich habe zwei kleine Kinder. Wissen Sie, was das heißt? Was ist, wenn ich wirklich springe? Dann sind meine Kinder ohne Mutter und das kann ich nicht zulassen. Schnappt ihn! Los, die Waffe! Ich hab ihn! Nicht bewegen! Ich hab ihn! Waffe. Das reicht! Ich hab ihn! Die Bombe, Cruz! Her damit! Okay, Frank. Okay. Fein. Okay. Welcher von den Drähten entschärft das Ding? Der Gelbe, richtig? Ja. Ja? Es ist der Gelbe. Das soll ich Ihnen glauben, Kumpel? Ich denke, es ist der Rote. Weg, er gehört. Okay, festnehmen und lese ihm seine Rechte vor. Ich kriege dich. Ich werde dich kriegen. Ich schwör's dir. Wir sehen uns wieder. Oh, Reese. Unermächtiger. Alles in Ordnung? Zum Glück, ja. Es funktioniert. Oh, Mann. Ich weiß immer noch nicht, wie Sie das gemacht haben. Teamarbeit. Was hatte denn die Geschichte mit dem Baumhaus zu bedeuten? Das war so ein Spiel, als wir Kinder waren. Da hat unsere kleine Jody immer die Leiter weggezogen und wir saßen oben fest. Und Cruz ist daraufhin regelmäßig runtergefallen, verstehen Sie? Und ich konnte ihn meist rechtzeitig auffangen. Sie meinen, Sie haben ihn aufgefangen, als er gesprungen ist? Nein, ich habe ein Seil an ihm befestigt und zwar vom Stockwerk unter ihm aus. Es konnte also nicht allzu viel passieren. Verstehe. Hier sollten Sie möglichst wie ein rohes Ei haben. Keine Sorge, ich werde es nicht fallen lassen. Ich weiß, kein ja, Mann. Das war große Klasse. Danke, Vic. Cruz? Ja? Cruz? Kelly? Ist alles okay? Ja, mir geht es so gut. Frau, ich wusste, dass ist nichts passiert. Das ist alles okay. Jetzt ist alles vorbei, Kelly, und das verdanke ich meinen Freunden. Mir leid, dass ich vorhin so unhöflich zu dir war. Ich habe das nicht so gemeint. Vergiss es, Cruz. Ich bin so froh, dass dir nichts geschehen ist. Und du? Gott sei Dank, dass du es warst, der das Seil gehalten hat. Denn außer dir hätte das nämlich niemand geschafft. Danke. Du weißt doch, wie stark ich notfalls bin. Und du? Lady, du hast das ganz toll gemacht. Hey, war das irgendein Kompliment? Soll das heißen, du bist nicht mehr sauer auf mich? Nein. Na bitte. Danke. Ich sag euch was, wenn ich Cruz nicht gerettet hätte, würde mich Jody jetzt umbringen. Jody. Kelly. Danke. Ich bin so froh. Ich auch. Jetzt nicht auch. Ich gebe mir... Liebe und Leidenschaft, Intrigen und Hass. Wie es weitergeht, erfahren Sie schon morgen zur gewohnten Zeit im California-Clan hier bei RTL.